Ein Blick vom Magdalena-Hügel in den Talkessel von Bozen lässt erahnen, welch einzigartige Bedeutung der Wein für das Wirtschaftsleben der Stadt Bozen im Lauf der Jahrhunderte gespielt hat. Die Handelsstadt an der Schnittstelle zwischen dem Süden und dem Norden und zudem in einer bevorzugten zentralen Lage Europas hat ihren Reichtum aus dem regen Warenaustausch gezogen, für den ihre Kaufleute die Voraussetzung geschaffen hatten. Und da spielte der Wein immer schon eine herausragende Rolle. Bereits die Römer verlangten danach und wurden dabei auf ein für sie neuartiges Gefäß aufmerksam, in dem ihnen der rätische Wein geliefert wurde, nämlich das Holzfass. Das Fass sollte in der Folge wohl die üblichen Amphoren und Ziegenschläuche ersetzen.